Hallo, guten Tag und danke, dass ihr noch da seid und so lange ausgehalten habt. Das Wetter ist ja sehr frostig, aber im Gegensatz zu anderen Menschen auf dieser Welt haben wir noch warme Heime, in die wir nachher zurückkehren können. Frieden. Für mich ist Frieden nicht nur der Moment, in dem keine Bomben fallen. Für mich ist Frieden auch der Moment, in dem ich weiß, dass ich in einer Welt lebe, die mich persönlich nicht zum Ausbeuter macht. Und ich mache sehr oft die Erfahrung, dass ich hier nicht gerade, wie soll man das sagen, der Reichtum unserer Gesellschaft baut sich auf dem Elend anderer Menschen auf. Und damit lebt man jeden Tag. Und das ist für mich ein Zustand, der unfriedlich ist. Weil, ja, wir schämen uns dafür, genau. Und das, im digitalen Zeitalter verschwinden die Wege, über die sehr viele Endprodukte unser Land erreichen. Uns werden im Kapitalismus, also Bankengebäude vorgesetzt mit verspiegelten, transparenten Fassaden, die schon fast den Eindruck erwecken, als ob diese Gebäude mit dem Himmel verschmelzen, den Bewohnern den Eindruck erwecken, als ob man hindurchsehen könnte. Und letztendlich verschwindet alles in einem Strom aus digitalen Zahlen. Und der Konsument sieht nicht, wo die ganzen Dinge herkommen. Und ich finde, in dieser Gesellschaft ist es den Menschen zum Teil schon fast anerzogen worden, wegzusehen. Denn anders ist das gar nicht zu erklären, wie der Konsum von Fleisch, Massentierhaltung immer noch derzeitig dermaßen präsent ist, dass unsere Textilien immer noch von Menschen zusammengenäht werden, die 70 Cent für ein T-Shirt verdienen, ihr Grundwasser damit verseuchen, dass unser Gemüse aus Ländern kommt, in denen das Grundwasser dafür abgesogen wird, damit wir zum Beispiel auch nur Schnittblumen kaufen können, haben diese Menschen nichts zu trinken. Die Welt ist im Ausverkauf. So viele Agrarflächen in dieser Welt werden von westlichen Ländern ausgebeutet. Man könnte regelrecht sagen, Millionen von Menschen verhungern vor vollen Getreidefeldern, weil dieses Getreidefeld da für unser Vieh bestimmt sind, damit hier letztendlich Fleisch produziert werden kann. Und das ist keine Welt, in der Frieden wirklich präsent ist. Frieden ist nicht nur der Moment, in dem Bomben fallen, ja. Und derzeitig fallen in Deutschland, also in Europa wieder Bomben. Und es ist auch, was derzeitig in der Ukraine geschieht, ist ein Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck dient einfach nur Wirtschaftsstabilitäten, Wirtschaftsverschiebungen, die den Kapitalismus dienen müssen, damit dieser Wohlstand, den wir hier zum Teil haben, naja, ich sag mal so, erhalten bleibt er ja nicht wirklich, aber es werden einfach Machtmonopole dadurch weiter ausgebaut. Und in dem Zeitalter dieser Digitalisierung, in der wir im Überfluss leben, ich meine, in Deutschland hat man kaum noch Verbote. Wir haben Frauenrechte, es gibt Menschenrechte, sind vertreten. Man sieht kaum noch Punker, weil es ist normal, Punker zu sein. Es ist normal, überall Piercings zu haben. Man muss quasi für fast nichts mehr kämpfen. Und ich glaube, das führt letztendlich dazu, dass die Leute sich zurücklehnen und entspannen. Ihren kleinen Minikosmos genießen, während die Bundesregierung, während unsere Politiker zu schwach sind, sich für ihr eigenes Volk einzusetzen und Lobbyisten den Weg dazu ebnen, während wir nach vorne schauen, wo es keine Mauern mehr gibt, von hinten anzukommen und das Fundament unserer sozialen Gesellschaft nach und nach abzutragen. Für mich ist es anders gar nicht zu erklären, wie Abkommen wie TISA auch überhaupt einfach nur abgesprochen werden können. Ich meine, momentan ein kleines Beispiel. Made in Italy ist derzeitig Chinesen, Menschen aus China werden nach Italien importiert, fertigen Schuhe an und das ist dann Made in Italy. Und das wird in Deutschland verhandelt, das ist wirklich Menschenhandel, Menschenhandel zu legalisieren durch TISA. Dass unsere deutsche Bundesregierung sich von sowas nicht distanziert, das ist einfach eine Schande.
und sich dann auch noch für Menschenrechte einzusetzen, das ist einfach paradox, das ist schizophren. Und in solch einer Gesellschaft brauchten wir sehr, sehr viel mehr Frieden. Und die ganzen Dinge entstehen durch Desinformation. Wir sind eine desinformierte Gesellschaft. Das fängt schon dabei an, dass wir nicht wissen, wo die Endprodukte herkommen. Wir sind schon deshalb desinformiert. Wir sehen es nicht mehr. Und um Desinformation zu vermeiden oder eher gesagt dem entgegenzuwirken, bin ich mir sicher, dass wir mit dem, was wir tun, gerade das Richtige machen. Und zwar diese Themen wieder unter die Gesellschaft zu bringen, darüber zu reden, nicht zu schweigen und immer wieder darauf zu verweisen, wo Frieden beginnt. Und Frieden beginnt nicht nur... Frieden beginnt mit Gerechtigkeit und vor allem auch mit einer engagierten und einer informierten und einer interessierten Gesellschaft, die wir hoffentlich bald wieder werden. Dankeschön.